Politiker Ralf Stegner war bei der Friedensdemo vom 3. Oktober zu Gast. Und diese Rede schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So viel vorweg, sie ist nicht sonderlich gut angekommen, da er sich in dieser Rede eben nicht für Frieden ausgesprochen hat, sondern sich für mehr Aufrüstung einzusetzen meinen musste. Das ist schön, so viele Menschen zu sehen, die sich für Frieden einsetzen. Es gibt weiß Gott unehrenhaftere Motive, auf die Straße zu gehen, als diesen. Wer sich die Realität von Krieg anschaut, der weiß, dass das täglich Tod, Verletzung, Vergewaltigung, Kindesentführung, Zerstörung, Kälte, Hunger, Angst, Vertreibung bedeutet. Ja, gerade in Israel, in im Kontext des Nahostkonfliktes, sehr relevant. Also die Hamas hat ja zahlreiche Israelis als Geiseln genommen, in den Gazastreifen entführt. Ein Teil ist mittlerweile schon nach Israel zurückgeführt. Im Gegenzug hat Israel tausende Palästinenser als Geiseln genommen, die in irgendwelche Foltergefängnisse verschleppt, die Menschen dort wirklich brutalst gefoltert. Frauen wurden gruppenvergewaltigt, viele Menschen auch umgebracht. Also das ist gerade im Nahostkonflikt ein sehr, sehr relevantes Thema. Entführungen und auch Kindesentführungen, da Israel auch gerne mal Kinder in solche Foltergefängnisse verschleppt. Und dass das am Ende die Einzigen, die davon profitieren, diejenigen sind, die Waffen verkaufen. Und die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner hat vor über 100 Jahren gesagt, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben ein Gehirn und denken nicht. Und wenn man in die deutsche Geschichte schaut, dann kann man schwer Pazifist sein, weil wir in Nazi-Deutschland nur... Ihr merkt es. Also bis in die erste dreiviertel Minute ging die Rede noch voll, aber jetzt kippt es so langsam. Losgeworden sind, dass das militärisch besiegt worden ist. Aber man kann Kriegsgegner sein. Und man wird Kriegsgegner, wenn man sich das anguckt, was der Krieg jeden Tag bedeutet. Das war der große deutsche Philosoph Immanuel Kant, der vor 300 Jahren gesagt hat, wir müssen Nein sagen zum Dämon Krieg. Das ist eine Frage von Humanität. Wir haben in der Ukraine einen russischen Angriffskrieg, der jeden Tag Tod und Zerstörung bringt. Das ist so. Ja, auch die, die da pfeifen, müssen das zugeben. Das ist so. Und die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Ja. Also hier sagt er faktisch noch nichts Falsches, aber er argumentiert hier halt schon im Framing der Kriegstreiber. Also er nimmt schon das Framing der Gegenseite auf und bespricht das hier positiv. Danach, also nachdem er vor Beginn der Friedensdemo schon gegen Sarah Wagenknecht ziemlich stark gehetzt hat. Also, es wird noch schlimmer. Deutsche Unterstützung für die Ukraine ist humanitär. Sie ist politisch und sie ist auch militärisch. Und was den Teil angeht, dass da Luftabwehr geschickt wird, das rettet jeden Tag Leben. Bei Schulen, Kindergärten. Ja, auch ein bisschen zynisch, wenn man bedenkt, dass die Ukraine solche Luftabwehrraketen eben auch nutzt, um Angriffe auf Russland zu fliegen. Also, ja. Wohngebiete, Energieversorgung geschützt wird gegen Drohnen und Raketen. Wir haben hier Redner mit unterschiedlichen Positionen. Ja, also das finde ich jetzt ein bisschen lächerlich, dass sie dazwischen geht. Du kannst nicht zu einer Friedensdemo gehen und dich dann für die militärische Unterstützung der Ukraine aussprechen. Also du kannst auch nicht in eine Kirche gehen und dann erstmal den Leuten 10 Minuten lang erklären, wie scheiße du eigentlich Jesus findest. Das funktioniert nicht. Und man muss nicht mit allem einer Meinung sein. Aber ich bitte darum, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass wir uns nicht ausbuhen. Bitte. Naja, wenn das Publikum klatscht, dann soll es doch auch buhen, wenn jemand was Falsches sagt. Wer dafür ist, dass wir Verhandlungslösungen brauchen, der sollte nicht schweigen, wenn es um das Thema militärische Gewalt geht. Das will ich deutlich sagen. Und deswegen ist es richtig,
dass wir bei der Selbstverteidigung Unterstützung leisten, auch mit dem, was Leben rettet. Ja, mit der Selbstverteidigung, mit der die Ukraine gerade in Kursk einmarschiert ist und dort zahlreiche russische Zivilisten umgebracht hat. Oder als die Ukraine aus Selbstverteidigung den russischen Weihnachtsmarkt in Belgorod angegriffen hat. Oder als die Ukraine aus Selbstverteidigung mal wieder in den Wohngebieten von Donetsk Gleitminen abgeworfen hat. Das ist Selbstverteidigung. Und wer was anderes sagt, der ist ein böser Putin-Schwurbler. Ich bin in der Ukraine gewesen und ich habe die Opfer gesehen. Ja, der Großteil der Opfer vor, der zivilen Opfer vor 2022, es gab in der Ukraine ja schon einen Bürgerkrieg, wo über 10.000 Menschen gestorben waren, der Großteil der zivilen Opfer geht aufs Konto der Ukraine. Weil die Ukraine eben in den Separatistengebieten massiv Wohngebiete beschossen hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich war in dem Kinderkrankenhaus, das bombardiert worden ist. Ich war in Orten, wo Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Und ich habe Reha-Einrichtungen besucht, wo Menschen waren, die ihre Beine verloren haben, ihre Arme oder ihre Augen. Und gerade deswegen sage ich, bei allem Recht auf Selbstverteidigung ist es auch richtig, dafür zu sorgen, dass dieser Krieg aufhört und dass die militärische Logik nicht weiterführt und dass es nicht mit einem militärischen Sieg enden wird. Sprich, die Ukraine hat militärisch verloren, deswegen sollte man jetzt vielleicht langsam mal darüber nachdenken zu verhandeln. Das Argument ist richtig, aber es setzt schon zu kurz. Es setzt zu kurz. Also der Westen hätte diesen Krieg von Anfang an verhindern können, wenn er das gewollt hätte. Schon seit 2014. Diplomatische Anstrengungen geben muss, aber diese diplomatischen Anstrengungen, die müssen hinter verschlossenen Türen stattfinden, sonst geht das nicht. Das Ende des Blutvergießens, wer das fordert, ist kein Freund Putins. Es ist eine Frage der Humanität, das Blutvergießen zu beenden. Und das Gleiche gilt für den Krieg im Nahen Osten. Wir hatten einen schrecklichen Terroranschlag vor einem Jahr. Furchtbar viele Menschen, Unschuldige, sind umgebracht worden. Und Geiseln sind genommen worden. Und gerade wir Deutschen wissen, wir müssen Israel auch die Sicherheit schützen und uns gegen Antisemitismus wenden. Und gegen Terrorismus. Ja, die Frage ist jetzt, was ist Terrorismus? Israel bezeichnet jeden Widerstand gegen die illegale Besatzung als Terrorismus. Dabei sieht das Völkerrecht das anders. Widerstand gegen die illegale Besatzung ist tatsächlich völkerrechtlich legitim. Also hier, ihr merkt es, Stegner bewegt sich andauernd im Framing der Gegenseite, versucht andauernd militärische Unterstützung hier zu rechtfertigen. Aber im Falle der Ukraine war sein einziges Argument, ja, aber militärisch gewinnt die Ukraine leider nicht, deswegen sollten wir jetzt doch vielleicht mal über Frieden nachdenken. Und hier kommt aus dem Nichts mit diesem Vorwurf Antisemitismus, der ja immer pauschal gegen alle, die Frieden im Nahen Osten fordern, verwandt wird. Also er kommt mit diesem Schlagwort jetzt hier ohne Grund, ohne dass es dafür irgendeinen Anlass gegeben hätte, sondern er bringt das ja jetzt einfach auf. Und er distanziert sich nochmal von der Hamas, mit der sowieso keine Sympathien hat. Also er verbringt den Großteil seiner Rede hier mit irgendwelchen Distanzierungsgehabe von Dingen, die sowieso keiner gut findet. Antisemitismus ist auch in Deutschland nicht zu ertragen. Und man kann nicht jubeln, wenn Raketen gefeuert werden auf Israel. Aber das zu sagen, bedeutet eben auch, es muss auch Humanität geben für die palästinensische Bevölkerung. Es kann nicht sein, dass Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wird, gnadenlos. Und wir brauchen diplomatische Anstrengungen. Ja, das kann offensichtlich schon sein. Das passiert ja gerade. Für Humanität, für alle Menschen dort. Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes und Sicherheit Israels und gegen Antisemitismus. Ja, das widerspricht aber dem Verständnis der Sicherheit Israels, wie es die israelische Regierung hat. Denn die Sicherheit Israels, die umfasst alle Gebiete, die zum Eretz Israel, zum biblisch verheißenen Land Israel gehören. Diese Gebiete gehen durchaus über die völkerrechtlichen Staatsgrenzen Israels hinaus. Frieden gibt es nur mit Diplomatie und die europäische Diplomatie hat hier versagt. Und ich will ganz klar sagen, wenn wir das nicht hinkriegen, wachsen neue Generationen im Hass gegeneinander auf. Und das ist falsch. Wir brauchen Frieden im Nahen Osten und nicht generell. Ja, Israel hat jedes Abkommen, jedes Entgegenkommen der Palästinenser genutzt, um auf dem Boden Fakten zu schaffen.
Nach dem Friedensabkommen von Oslo gab es einen Bauboom im Westjordanland. Israel hat das Abkommen von Oslo genutzt, um sich Zeit zu kaufen, um einen palästinensischen Staat auch Jahr und bis in alle Ewigkeit zu verhindern. Darum ging es der israelischen Politik seit Jahrzehnten. Das ist dort Konsens. Es gibt dort keinen Willen zum Frieden. Und jetzt einfach irgendwelche Lippenbekenntnisse zur Diplomatie, das ist das, was die europäischen Regierungen schon seit Jahrzehnten machen. Es braucht Maßnahmen, es braucht einen Stopp der Waffenlieferung an Israel. Und genau das Gleiche gilt für die Ukraine. Es braucht, wenn man da Frieden will, einen Stopp der Waffenlieferung an die Ukraine. Nationen, die gegeneinander Krieg führen. Suiji schreibt gerade im Chat, der Likud will keinen palästinensischen Staat. Der hat das in seiner Gründungscharta stehen, dass es keinen palästinensischen Staat geben darf. Der Likud ist der gemäßigtere Koalitionspartner in dieser rechtsradikalen Regierungskoalition in Israel. Also die Gemäßigten in der israelischen Regierung, also die gemäßigteren weit rechts stehenden, die wollen, dass es keinen palästinensischen Staat gibt. Und wie gesagt, Leute wie Smotrich, die sagen offen, dass sie das gesamte biblisch verheißene Eretz Israel sich einverleiben wollen. Auch das ist eine Frage der Humanität. Ich glaube übrigens wirklich, wir sollten nicht buhen, wenn es um Humanität geht. Humanität gilt für alle Menschen. Nein, du wurdest nicht ausgebuht, weil du dich für Humanität ausgesprochen hast. Du wurdest ausgebuht, weil du dich für das militärische Weiterbefeuern dieser Konflikte ausgesprochen hast. Und weil du andauernd im Framing der Gegenseite argumentierst. Das fällt den Leuten auf, die sind nicht blöd. Und für alle Seiten. Und was den Frieden in Europa angeht, ist die automatische Stationierung von Mittelstreckenwaffen auf deutschem Boden ein Problem, weil selbst der NATO-Doppelbeschluss, gegen den ich damals demonstriert habe, ein Verhandlungsangebot bedeutet hat an die russische Seite. Und die Raketen in Kaliningrad sind auch bedrohlich, das muss man nicht verschweigen. Aber es muss Verhandlungen geben darüber und es darf nicht einfach geschehen. Und man der Rollo fragt gerade, wo waren die AfD-Redner bei dieser Demo? Ich glaube, die waren tatsächlich nicht erwünscht. Also ich glaube, die AfD, die war bei der, also AfD-Redner, die waren bei der von den Demo-Veranstaltern nicht gewünscht. Darf die Eskalation nicht weiter nach oben fahren und auch hier brauchen wir Diplomatie. Diplomatie ist nicht Appeasement. Diplomatie heißt nicht für Putin zu sein. Diplomatie ist nicht naiv, sondern Diplomatie ist notwendig, weil es die Alternative zum Krieg ist. Und wir haben viele in Deutschland, die sagen... Ihr merkt es auch, hier nur irgendwelche Allgemeinplätze, keine geopolitische Analyse, nichts. Nichts. Also ihr könnt ja mal über die Interessen des Westens und die Interessen Russlands sprechen. Oder über die Interessen der Hamas und die Interessen der israelischen Regierung. Dann könnte man ja darüber reden, wie eventuelle Friedensschlüsse aussehen können. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht nochmal drauf ein. Ich bin da eben schon so viel drauf eingegangen. Ich bin ja auch gegen den Krieg, aber dem Aber folgt nichts. Auszuhalten haben das die Menschen, die darunter zu leiden haben, jeden Tag, wenn der Krieg stattfindet und die davor flüchten. Die deutsche Geschichte nach 1945 hat uns gezeigt, Deutschland hat im letzten Jahrhundert den schrecklichsten aller Kriege begonnen, den Holocaust zu verantworten, halb Europa in Schutt und Asche gelegt. Und wenige Jahre später haben unsere europäischen Nachbarn, die wir überfallen haben, Deutschland wieder aufgenommen in die Völkerfamilie. Und wir sind inzwischen die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Das zeigt uns, nichts ist für ewig. Und wir brauchen gemeinsame Sicherheit für alle und nicht Völker, die gegeneinander gerichtet sind. Und Willy Brandt hat übrigens den Friedensnobelpreis dafür bekommen, dass er dafür eingetreten ist, dass es Völkerverständigung gibt, dass die junge Generation nicht aufeinander schießt, sondern dass sie sich kennenlernt, dass sie sich besucht und dass sie sich als Freunde empfindet und nicht als Leute, gegen die man schießt. Die SPD ist und war Teil der Friedensbewegung und deswegen bin ich heute hier. Und ich will klar sagen, ich bin froh, dass es eine Erklärung gegeben hat, dass Rassismus, dass Faschismus... Das Rassismus, das Faschismus, ja, damit sind dann Parteien wie die AfD gemeint. Also dieses typische spalterische, diese typischen spalterischen Mainstream-Diffamierungen, die wiederholt Stegner hier nochmal, die Friedensbewegung schon seit über einem Jahrzehnt spalten. Dass Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit hier nicht geduldet werden auf dieser Kundgebung. Ja, Menschenfeindlichkeit, was ist denn Menschenfeindlichkeit? Ich finde es menschenfeindlich, diesen Krieg in der Ukraine mit immer mehr Waffen zu munitionieren oder den Krieg im Nahen Osten und das dann unter Staatsräson oder sonst irgendwas zu verkaufen. Das finde ich menschenfeindlich. Sollte man jetzt Ralf Stegner von dieser Demo schmeißen?
Ist jetzt die Frage, also Menschenfeindlichkeit ist ein Allgemeinplatz. Da steckt nichts drin. Okay, die diffamatorische Wirkung ist stark, das kann man sagen. Es ist ein starkes Schlagwort, aber es hat in irgendwelchen Aufrufen oder irgendwelchen Konsensfindungen nichts zu suchen. Das ist reine Polemik. Grundlage für Humanität, sondern für Unglück und Krieg. Und ich will auch deutlich sagen, dass nicht die Hoffnung auf Freiheit... Einer schreibt, einen wunderschönen Tag. Gut, dass solchen Spaltern überhaupt noch eine Bühne gegeben wird bei der Friedenskundgebung. Ja, man wollte halt Leute von möglichst allen Seiten, außer von der AfD halt dabei haben. Wie gesagt, finde ich nicht gut. Also man hätte hier Ralf Stegner einladen sollen und dann auch den von der AfD, der für Frieden ist. Da gibt es ja auch genug Leute, die sich tatsächlich für Frieden einsetzen. ...sinnig ist, sondern der Krieg. Wir ist tatsächlich in der Bundestagsfraktion nicht die Mehrheit. Was den Nahen Osten angeht, ist die AfD da absolut auf Kriegskurs. Und auch was den Bundeswehreinsatz im Roten Meer angeht, wo wir die Houthis noch weiter provoziert haben. Also das muss man noch dazu sagen. Also ist in der AfD nicht die Mehrheit. Aber da gäbe es ja tatsächlich viele, die selbst dagegen gestimmt haben. Also da hätte man wahrscheinlich auch wen gefunden. Ein Mangel an Waffen in der Welt. Wir haben aber einen Mangel an Taten und Ressourcen für die eigentlichen Weltprobleme. Zur Bekämpfung von Armut, zur Bekämpfung von Umweltzerstörung, zur Bekämpfung von Fluchtursachen, zur Bekämpfung von Bürgerkriegen. Dafür sollen wir unsere Mittel einsetzen und nicht für Krieg in der ganzen Welt. Ja, dann setze ich doch mal dafür ein, dass Deutschland die Sanktionen gegen Afghanistan und Syrien aufhebt, wo man, also wo der Westen durch seine Sanktionen gerade den Wiederaufbau verhindert. Also da könnte man ja Ressourcen einsetzen. Die Länder dort warten ja darauf, dass sie endlich loslegen können, aber leider, leider wird das durch westliche Sanktionen verhindert. Also da habe ich aus der, also du merkst, es sind alles Allgemeinplätze. Also ich war bei Stegner, ich war, wie gesagt, erfreut, dass er zu dieser Demo gekommen ist, aber wenn ich jetzt die Rede höre, bin ich komplett desillusioniert. Der will sich da ranwanzen und da sagen, hallo, die SPD setzt sich, also bei der SPD gibt es zumindest noch ein paar Stimmen, die für Frieden sind. Und ja, da steckt aber wirklich nichts von Substanz dahinter. Und deswegen sage ich, wenn wir Rekorde bei Waffenexporten haben, aber die humanitäre Hilfe kürzen, ist das falsch. Und wenn der Bundeskanzler kritisiert wird, weil er nicht jeder Waffe zustimmt und das wird als zögerlich betrachtet, dann ist das falsch. Das muss hinter den Kulissen geredet werden, damit auch verhandelt werden kann und der Frieden einkehrt. Frieden muss immer wieder neu gestiftet werden. Das hat Immanuel Kant gesagt in seiner Streitschrift zum ewigen Frieden. Und es war Albert Einstein, der gesagt hat, nur die radikale Beseitigung der Kriege und der Kriegsursachen kann die Menschheit retten. Das ist wahr. Eine Alternative zum Krieg gibt es immer. Eine Alternative zum Frieden nicht. Deshalb Frieden überall und Deutschland sollte sich an die Spitze der Friedensbewegung setzen. Vielen herzlichen Dank. Ja, ja. Wie gesagt, allgemeines Geschwätz, steckt nicht viel dahinter. Spricht sich dann sogar für die militärische Unterstützung der Ukraine und zumindest indirekt noch Israels aus. Ja, kann man vergessen. Kann man vergessen. Schade. Schade. Wie gesagt, ich hatte mich gefreut, dass ein SPDler auf der Friedensdemo war, aber die Rede, die war dann doch wirklich überhaupt nichts. Aber was soll man von einem SPDler erwarten? Und selbst Ralf Stegner, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, wurde dafür angefeindet, dass er überhaupt auf dieser Demo war. Also, er wurde SPD-intern dafür angefeindet, dass er überhaupt hier so ein, ja, marsches Plädoyer für Aufrüstung gehalten hat.